Hey, ich bin der Heiko von ProBoarding, der Kite-Trainer von Leon. Glaub nicht alles, was du siehst. Wir haben im Team jetzt die Schauspieler begleitet, ausgebildet und geschaut, dass nichts passieren kann an den windigen Drehtagen, dass halt auch für Sicherheit vor Ort gesorgt ist. Hey, ich bin Arne Carlos Böttcher und ich spiele Noah. Ich mag vor allem an der Rolle das Kitesurfen. Ich habe das noch nie gemacht, aber wollte es schon immer ausprobieren. Und deswegen bin ich super froh, dass ich das jetzt hierfür lernen durfte. Bam. Genau davon habe ich gesprochen, Junge. Sehr gut, Mann. So geht das nämlich. Hi, mein Name ist Frederik Heidon. Ich spiele den Conny. Ich bin ein Surflehrer. Immer schön den Druckpunkt halten und den Kite sauber parken. Bin stolz auf dich. Danke. Das haben die beiden alles von dir gelernt? Von wem denn sonst? Macht schon sehr viel Spaß. Also ich kann den Conny schon verstehen, dass er sich dem verschrieben hat. Doch, das ist schon sehr cool. Das geht grundsätzlich ja mit jedermann. Das muss einfach nur ein paar Tage bei guten Bedingungen natürlich auch trainiert werden. Brauchst du vielleicht Hilfe? Hilfe? Wer? Ich hatte Glück, ich hatte den Neopren an. Also mir war eigentlich relativ warm. Ich fand es auch ganz schön, im Wasser zu liegen und mal wieder zu stehen und so. Und das war ganz okay. Aber für Susan war es, glaube ich, war es hart. Hallo, ich bin Carmela Bonomi und ich spiele die Almila. Leider bin ich kein Kitesurf-Profi. Wir hatten da ein paar Stunden, aber da war ich ziemlich Anfänger. Also da waren auf jeden Fall alle mit Herz und Seele dabei. Die fanden das alle sehr cool. Das war jetzt auch unser Feedback. Hallo, ich bin Amelie Arndt und ich spiele die Lena Bierhenke. Kite-Training war eine super Erfahrung. Also ich glaube, ich hätte es sonst nicht gemacht. Ich hatte nicht wirklich Erfahrung vorher in dem Bereich, im Wassersport. Und es war super spannend, mal aufs Brett zu gehen. Und ich gucke mal, ob ich das Ganze irgendwie noch fortführe. Vielleicht nächstes Mal in einer wärmeren Location mit weniger dicken Neopren-Anzügen und Mützen und Co. Rügen bedeutet mir wirklich sehr viel. Das ist meine Heimat. Ich komme auch hier aus dem Ort und ja, hier bin ich groß geworden. Hier bin ich schon als Kind zum Windsurfen gegangen. Das war's von mir. Kommt gern vorbei, lernt Kitesurfen auf Rügen. Schaltet gerne ein. Leon, glaub nicht alles, was du siehst. Bei RTL oder auf RTL+.